Hallo, ich bin der Nicolas. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus dem Senegal. Seit ich 7 Jahre alt war, bin ich Pfadfinder. Seit 2012 wohne ich in Deutschland und bin auch hier bei den Pfadfinder aktives Mitglied. Ich bin im Stand St. Georg Friesen. Außerdem in der AG Senegal der Diözese Bamberg. Denn dieses hat eine Kooperation mit den Pfadfinder und Pfadfinderinnen Scout Egid von Thiès im Senegal. Ich finde es sehr spannend, welche Gemeinsamkeiten und auch welche Unterschiede es zwischen unseren Pfadfinderverbänden gibt. Sehr ähnlich sind die Struktur, Stamm, Bezirk, Diözese und auch Altersstufen. Bei uns gibt die gelbe Gruppe, die sind von 6 bis 10 Jahre alt, und die grüne Gruppe, die sind von 11 bis 16 Jahre alt, und die rote Gruppe, die sind von 17 bis 25 Jahre alt. Die Leiter müssen auch Leiterausbildung machen und Wood Badge Kurs machen. Wir machen auch Sozialprojekte und machen auch viel Zeltlager. Unterschied sind zum Beispiel etwas mehr militärisch und mehr Fahnenappell mit eine Pfeife. Kluft muss auch sehr ordentlich angezogen werden. Bei uns wird auch viel gesungen und getanzt. Ich bin auch Mitglied von der Jahresaktiongruppe H2O16. Denn Wasser ist ein großes Thema im Senegal. Ich freue mich sehr, dass die DPSG dieses Thema aufgreift und dazu arbeitet. Vor allem freue ich mich auf ein gutes Projekt, Work Camp im Senegal, denn dadurch kann ich und können wir etwas für die Entwicklung von die Entwicklung meines Heimatlandes tun.